Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir natürlich eine ganz andere Möglichkeit haben, einzuschätzen, was Studierende in unserem Alter eben gerade auch gut finden würden. Ich habe bis vor 3 Jahren noch studiert, also der Wechsel war relativ fließend zur Dozierenden. Wir sind ein Team, das relativ divers ist. Also wir haben eine Professorin dabei, den Dekan des Fachbereichs und einen Filmemacher, der auch mein Alter wiederum hat. Also ich glaube, die Zusammenstellung ist das Interessante, weil natürlich wir gar nicht das Wissen, also wenn man es als solches bezeichnen will, das ist ja auch immer sehr fragwürdig, haben quasi, um uns hinzustellen und zu sagen, wir erzählen euch jetzt mal, wie Storytelling geht. Und das gilt ja für alle Fächer. Also da ist es dann relativ egal, ob das ein Mathematikprofessor ist, Physik oder was auch immer. Also da würde ich mich nicht hinstellen und sagen, natürlich kann jemand unter 30 diesen Kurs viel, viel besser geben, weil der viel näher dran ist an den Digital Natives. Also das glaube ich von daher nicht. Ich glaube, das Zusammenspiel ist das, was interessant ist. Also wirklich, und das ist natürlich auch was, was MOOCs bieten, also diese Möglichkeit der Kooperation. Das war ja bei unserem Projekt wahnsinnig wichtig. Also diese Zusammenarbeit einfach, auch der verschiedenen Gebiete, wie jetzt zum Beispiel der Designprofessorin. Ich bin Medienwissenschaftlerin. Wir haben den Filmemacher dabei, der natürlich eher auf die technische Seite spezialisiert ist und die Formatentwicklung. Also dieses Zusammenspiel, glaube ich, ist im MOOC auch einzigartig, weil man sonst seine Lehre einfach allein im stillen Kämmerchen vorbereitet und dann natürlich auch nur sehr ausgewählt vorträgt. Das heißt, einmal die Kooperation bei der Produktion, aber eben auch quasi die Kooperation bei der Auswertung. Weil in den Videos sehen wir ja ganz anders, also natürlich schauen wir uns die auch selbst an und werten die irgendwie aus und sagen, das geht ja jetzt mal gar nicht, da müssten wir eventuell was anderes angehen. Und dann macht man das. Aber dieses Feedback kann man ja als Lehrender normalerweise niemals erreichen. Auch die Vergleichbarkeit, die natürlich von vielen auch kritisiert wird und teilweise natürlich auch zu Recht, weil es einen plötzlich in eine andere Lage bringt. Also diese Medienpräsenz ist natürlich ein zusätzliches Attribut, was in gewisser Weise nicht unbedingt verlangt werden kann, finde ich. Also weil das tatsächlich auch zum Beispiel in unserem Projekt sich gezeigt hat, dass jemand, der großartig Vorträge geben kann oder so, nicht unbedingt gewöhnt ist, vor einer Kamera zu sprechen. Und das ist einfach was ganz anderes, ob ich etwas aufbereite für einen Vortrag, der vielleicht, oder auch einen schriftlichen Text, oder eben mich vor eine Kamera setze. Es muss ganz anders aufbereitet werden. Insbesondere, wenn ich nicht nur Studierende vor mir sitzen habe, die sowieso dieses Fachgebiet irgendwie in irgendeiner Art und Weise vorher studieren.